Hey Leute, Katzen zählen neben Hunden definitiv zu den beliebtesten Haustieren der Deutschen. Wir zeigen euch heute, warum viele Katzen sehr verrückt nach Katzenminze sind. Viel Spaß beim Video! Viele Katzen geraten in höchste Verzückung, wenn sie den Duft von Katzenminze riechen. Wer seiner Katze etwas Gutes tun will, pflanzt sich darum einen solchen Busch in den Garten oder kauft entsprechend beduftende Genussmittel im Fachhandel. Da ja momentan viele Läden geschlossen haben, haben wir euch mal eine gute Katzenminze in der Beschreibung verlinkt. Der Stubentiger dankt es dann mit hingebensvollem Wälzen und Reiben an den Blättern oder dem Spielzeug. Zahlreiche dieser Tiere scheinen regelrecht high zu werden vom Duft der Pflanze. Außer der europäischen Katzenminze hat auch der ursprünglich in Asien beheimatete japanische Strahlengriffel jene Wirkung. Er wird unter seinem japanischen Namen Matabi vertrieben. Was aber haben diese beiden Pflanzen nur in sich, dass sie so euphorisierend auf Katzen wirken? Und warum dann dieses merkwürdige Verhalten? Solchen Fragen sind nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Reiko Uyuma von der japanischen Universität in Iwate nachgegangen. Das Ergebnis haben sie im Fachmagazin Science Advanced publiziert. Bei einer Studie stießen sie auf eine mögliche biologische Funktion des Verhaltens. Vor lauter Begeisterung parfümieren sich die Katzen nämlich mit dem Duft der Pflanze. Und das wiederum schrecke Stechmücken ab. Das Team um Uyuma war dazu einem Hinweis gefolgt, worauf die beduftenden Bestandteile zur Mückenabwehr taugen. Und tatsächlich, Tests im Labor und im Freiland belegten, dass die Substanzen Nepetalacton und Nepetalactol im Katzenfell die Zahl von Moskitoattacken verringerten. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Die beiden Stoffe, die im Duft der Pflanzen enthalten sind, aktivieren bei Katzen einen Opioidrezeptor und lösen dadurch die euphorischen Zustände aus. Und das übrigens nicht nur bei den gemeinen Hauskatzen. Rund 70% von ihnen sind empfänglich für die Verlockung des Krauts, sondern auch bei zahlreichen Verwandten im Stammbaum der Hauskatze. Das Team um Uyuma beobachtete die gleiche Reaktion bei Jaguaren, europäischen Luchsen und Amurleoparden. Es scheint sich also um ein stammesgeschichtlich sehr altes Verhalten zu handeln, was wiederum dafür spricht, dass es eine wichtige Funktion hat. Andernfalls würde es nicht seit 10 Millionen Jahren diverse katzenartige Tiere begleiten. Offen ist, warum nicht auch andere Tierarten, die in Nachbarschaft zur Katzenminze oder zu Matabi leben, von der Wirkung profitieren. Das Team will nun untersuchen, ob sich aus einer der beiden Substanzen ein für Mensch nutzbares Insektenabwehrmittel entwickeln lässt. Wirklich sehr interessant, weshalb unsere Stubentiger so verrückt nach jener Minze sind. Habt ihr eine Katze? Falls ja, könnt ihr in den Kommentaren gern mal beschreiben, wie euer Stubentiger auf Katzenminze reagiert. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.